Heaven's California. Nur wenn eine Gefahrensituation besteht, und zwar, dass man irgendwen vor irgendetwas warnen will. Ja. Also sonst wünsche ich einen schönen Tag. Ja, aber warten Sie mal. Ja, wie ist das denn? Sehen Sie die Beule in meiner Jackentasche rechts? Wieso? Was? Warum? Das, meine Herren, ist eine geladene Waffe. Ich bitte Sie, Ruhe zu bewahren. Und keine Dummheiten zu machen, okay? Okay. Ja. Verhalten Sie sich einfach ganz normal. Als wäre hier überhaupt nichts los. Oh, hier ist doch auch gar nichts los. Ganz genau. Also, wir werden jetzt Folgendes tun. Ja? Zum Beispiel die Tür öffnen. Und sie dann wieder schließen. Ja? Bitte. Ihre Waffe, die Sie da drin haben, wegstecken. Sir, machen Sie doch keinen Unsinn. Sonst haben Sie ein Problem. Sie machen hier gerade den Unsinn. Sir, bitte. Bitte. Schmerzhaft enden. Also, für Sie. Also, aua. Sir, ich sagte doch keine Dummheiten. Sie haben die Dummheit angefangen. Aber ich hab's nur gut gemeint. Mit einer Waffe? Da meint man nichts gut. Das... Ich würde gerade sagen. Können Sie doch gar nicht beurteilen. Aua, aua. Wieso? Ich hab doch gar nichts getan. Allem Respekt. Ja. Wie kommst du denn auf die Idee mit einer Waffe? Eine Sekunde, ich schau erstmal. Ich durchsuche erstmal Ihre Tasche. Ja, ich taste sie einmal bitte. Aber Sir, das können Sie nicht tun. Ja, noch nicht mal eine Waffe. Das war Ihr Finger. Das war eine Banane. Eine Banane war das sogar. Ja. Nein. Haben Sie irgendwie. Warte, kurze Frage. Haben Sie irgendwie Drogen zu sich genommen oder so? Nein. Sind Sie sich sicher? Ja. Warum machen Sie denn sowas? Was soll das denn werden, Herrje? Naja. Ich fürchte, das werden wir nie erfahren. Sie haben meine Pläne durchkreuzt. Erzählen Sie uns skrupellos! Nein, dann nehmen Sie mich nur mit. Ja, das tun Sie wahrscheinlich eh. Der Herr, bei allem Respekt, Sie scheinen doch ein ganz netter und noch halbwegs intelligenter Herr zu sein. Ach, warum machen Sie denn sowas? Vor allem, Sie sehen auch recht gut gekleidet aus, sprich auch recht wohlhabend. Ja, man muss ja den Anschein wahren, nicht? So etwas versuchen. Nun, es musste sein. Warum? Ich habe Sorgen, mein Herr. Große Sorgen. Dann teilen Sie uns diese mit, wir können Ihnen helfen. Ja. Wir können es zumindest versuchen. Nein, es handelt sich um niedere Beweggründe. Nein, jetzt sagen Sie es doch wenigstens. Dann werden wir sehen, was wir damit machen können. Wie wir Ihnen helfen können. Ich hatte Geldsorgen. Eigentlich habe ich sie immer noch. Und jetzt vermutlich noch größere. Es kommt drauf an. Also erstmal werde ich Ihnen Ihre Banane abnehmen. Aber so. Sir, ich... Okay. So, meine Banane. So. Ja. Mit der Banane wurde eine Straftat begangen, entsprechend kommt sie in die Asse. Oh Gott. Bald wird es daraus stinken. Ja. Ja. Hingestellt. Sie kommt irgendwie in den Müll, also. Jedenfalls. Also, wirklich. Wegen Geld. Sie wollten Geld erpressen? Sie wollten uns als Geisel nehmen und hat das Geld erpressen, oder? Also, eigentlich war der Plan ein ganz anderer. Aber so ungefähr. Ja, ich hatte vor, eine Geldsumme zu bekommen. Allerdings nicht von Ihnen. Sondern von wem? Naja, das weiß ich auch noch nicht. Aber Sie hätten das für mich besorgt. Theoretisch. Ach, sprich, Sie wollten uns, einen von uns als Geisel behalten, den anderen freilassen? Nein, keine Geisel, kein Überfall auf Sie. Ich wollte Ihnen überhaupt nichts tun. Sie wollten Sachen von uns haben. Sie wollten uns verkaufen. Nein, ich wollte auch nicht, wie gesagt, ich wollte nichts von Ihnen. Hä? Was wollten Sie denn dann von uns? Warum haben Sie uns mit der Banane gekauft? Also, das wäre so gelaufen. Wir wären in Ihr Auto gegangen. Dann hätten wir den nächstbesten Raser angehalten, ihm ein Ticket gegeben und das Geld hätte ich mir genommen. Und dann wäre ich verschwunden. Der Herr. Ja.
Nee, das bedeutet, sie haben uns bedroht wegen vermutlich, also roundabout, ja. 100 bis 200 Dollar. Ja. Wie gesagt, so, ich habe Geldsorgen. Aller Liebe. Eine Sekunde. Wie heißen Sie denn? Beziehungsweise, wo finde ich denn Ihren Ausweis? Denn? Ach, ja, aber genau. Irgendwo in meiner Hosentasche. In Ihrer Hosentasche. Ach, ich greife da mal rein. Oh. Vito Corlesi? Wie wird das ausgesprochen? Corlesi, ja. Corlesi. Okay, eine Sekunde. Die Leitstelle von der 47. Ach, hey. Wissen Sie was? Ja. Sie haben ein paar Geldsorgen. Ja. Oh, und ich merke, ich habe langsam Hunger. Ja, oh, ich habe ihn okay. mal in die Tasche gesteckt. So, also wirklich, das ist doch nicht nötig, sowas. Nein. Also, das reitet sie doch wirklich in die Scheiße. Dann, hier stehen überall Leute, die irgendwie kein Auto haben, keine Möglichkeiten haben, irgendwelche Sachen irgendwie herumzutransportieren. Die geben ihnen immer ein Päckchen mit für ein bisschen Bares. Ja. Dann können sie da hinfahren. Aber. Herzlich willkommen. Das ist langweilig. Da werden sie mir doch zustimmen, oder? Ja. 90.000. Was? Dann machen sie so eine Dummheit wegen 200 Dollar? Ja. Wie gesagt, ach, ich habe Geldsorgen. Aber was denn für Sorgen? Für Sorgen, ja, sie haben 94.000 Dollar. Sie haben mehr Geld als die meisten Bürger dieses Staates. Sie gehören zu der oberen 10%. Das ja, okay. kann ich mir nicht vorstellen, Sir. Sehen Sie meinen Wagen. Das ist ja alles, was okay. ich habe. Sie gehören zu den oberen 20%. Ja, Sie könnten sich einen anderen Wagen kaufen. Sie haben 94.000. Aber dann habe ich wieder nichts. Aber Sie haben Wagen. Ja, aber den kann ich nicht essen. Nee, das ist richtig. Aber 94.000, es gibt gute Autos tatsächlich. Gute Autos, die unter 20.000, beziehungsweise um die 20.000 bis 30.000 bis 40.000 Dollar kosten. Da hätten Sie immer noch mehr als die Hälfte übrig von Ihrem Geld. Also immer noch, wovon sie dann immer noch Essen kaufen könnten. Müssen sich vorher genug informieren. Es gibt außerdem, richtig schöne Autos, nicht so teuer. Hier gibt es überall diese Felder, wo dran steht, dass man da pflücken kann und dass man dann eben so viel zahlen kann, wie man bereit ist zu zahlen. Und diese Kästchen, ich sag mal so, also mal unter uns, es ist zwar nicht die feine englische Art, aber rein theoretisch muss man da absolut gar nichts bezahlen. Sprich, sie bekommen, wenn sie das sogar noch verkaufen hinterher, bekommen sie sogar noch Geld daraus. Also, folgendermaßen, wie wir das jetzt machen. Wenn man das so will, war das eine versuchte Geiselnahme. Ich wollte sie. Naja, okay. Wenn man es streng nimmt. Wenn man es streng nimmt, eine versuchte Geiselnahme. Jetzt ist es so, dass sie doch ein ganz netter Herr sind, wenn auch ein wenig verwirrt scheinen. Ich bin nicht verwirrt. Deswegen sagte ich ja scheinen. Ja. Jetzt werden wir es so machen. Ihre Banane habe ich Ihnen abgenommen. Ja. Immer ihnen ihr Essen ab, weil sie damit Leute bedrohen. Und dann sagen sie, sie brauchen was zu essen, wissen sie? Also, bei aller Liebe, das grenzt doch fast an... Das ist Dummheit! Ja, ich würde es Wahnsinn nennen. Da haben sie recht. Bescheuert trifft sie eher. Jedenfalls, an sich war es ja versuchte Geiselnahme, beziehungsweise... Ja, was war es denn eigentlich? Das war eine verdammte Geiselnahme mit einer Banane, Mann! Ja, schwieriger Fall. Ja. Okay, folgendes. So, sie haben Geldsorgen, obwohl sie 96.000 auf dem Konto haben, wie auch immer sie Geldsorgen definieren. Ja. So, sie haben uns verwirrt. Seien Sie froh, dass wir keine medizinische Hilfe brauchen, ansonsten müssten Sie die bezahlen. Okay. Ich werde Sie losmachen. Wir werden dem nicht allzu weit nachgehen, sag ich mal so, als in der Hinsicht, als dass Sie, logischerweise, ich glaube, das verstehen Sie aber, ein kleines Ticket bekommen. Oh, hey. Aber ich sag mal so, nach so einer Sache, da kann ich sie nicht straffrei gehen lassen. Das ist halt wirklich einfach so stupide. Das war ein Versuch, Sir. Ja, Mission failed, ne? Ja. Jetzt fehlt nur noch, weil sie sich nicht an die Anweisung gehalten haben. An was? Schauen Sie mal. Ja. Ich stehe hier. Ja. Was glauben Sie, wie schnell ich einen Schritt zur Seite gemacht habe? Ja. Aber ich sagte doch, machen Sie keine Dummheiten. Ja, Sie haben doch die Dummheit angefangen. Mit der Tür. Damit wurde das Schild doch viel größer. Okay, da könnte man vermutlich durchballern, aber...
Im ersten Moment sehen sie aber nicht mit einer Banane. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, nicht mit einer Banane. Sagen sie das nie, wenn die schnell genug fliegt. Und zufälligerweise irgendwie noch Äpfel oder so dabei, nicht, dass sie noch Leute bewerfen. Oh, ich weiß nicht, kennen Sie das Gameboy-Spiel Madagaskar? Da gibt's ja Affen, die mit Obst werfen. Oh, ey. Ja. Sitzt so einer. Sind sie von deinen Flug? Nein, aber ich hab noch ein bisschen Speck. Auf den Rippen. In der Tasche. Und auf den Rippen. Dann doch auf den Rippen. Ja. Und so, da sind ihre Rippen und da sind auch ihre Taschen. Also auf ja, Rippen. Also bei mir knie ich gerade irgendwie, aber ja. Gut, das kommt davon, dass ich sie niedergeworfen habe. Ja, schämen sie sich. Nicht wundern, der wollte uns mit der Banane gefangen nehmen. Also wenn sie das so sagen, klingt das echt scheiße. Nein, der hat keine Waffe, der wollte uns wirklich mit einer Banane, die man essen kann, gefangen nehmen. Wir wussten das ja vorher nicht. Ja. Glauben Sie mir, ich auch nicht. Wie war das nochmal mit dem verwirrt? Ach komm, scheiße, du bekommst kein Ticket, meine Flüge sind. Aber, ja. Was? Sollte ich ihn nochmal mit Obst, damit ich dieses abnehmen? Was ist mit mir? Okay, eine Sekunde, ich bemerke es auf der Karte. Sollten Sie einen Herrn Vitoka lesen? Warte. Mit Obst sehen? Sie einen Herrn Vito. Wie heißen Sie nochmal? Collesi, ne? Collesi, ja. Mit Obst. Oder Gemüse. Treffen. Nicht, dass er mit Alkohol nehmen Sie mir doch nicht alle Möglichkeiten, Sir. Abnehmen. Ich nehme immer noch Nüsse und so. Nein, Ivo, nein, das machen wir nicht. Nee, aber der, bei aller Liebe, ja. Bei allem Respekt, das können Sie doch nicht machen. Ja, das konnte ich auch nicht. Aber ich habe es wirklich versucht, glauben Sie mir. Ja, das haben wir gemerkt. Ja. Oh Mann. Sir, wie ist Ihr Name? Mein Name ist Jay Lewis. Wunderschönen guten Tag. Ach, Herr Lewis, haben Sie mir nicht mal 1500 Dollar zugesteckt, dass ich mir eine Kupferlizenz kaufen kann? Nein! Ja, ich erinnere mich. Oh mein Gott, Sie sind der freundlichste Officer, den ich hier kennenlernen durfte. Oh hier, haben Sie eine Banane? Ja, die habe ich Ihnen doch hier schon längst abgenommen. Ja, ich gebe Ihnen noch eine, ich hatte Ersatz. Wow. Ach, gleich noch zwei Handfeuerwaffen, weil das Feuer. Ja. Ich habe ein schweres Gefecht erwartet. Ich dachte, Sie wussten das vorher nicht. Ja. Das kam mir so eher spontan, die Idee. Na gut, ich muss ja ganz ehrlich sagen. Ja. Sie scheinen ein lustiger Zeitgenosse zu sein, auch wenn Sie wohl ein wenig, ich will es nicht sagen, aber eine Macke haben. Eine ganz kleine. Also, ja. Ich hatte große Pläne. Ja, die Pläne sind auf einmal in Luft aufgelöst worden. Ja. Ne? Das ist halt etwas unglücklich gelaufen. Ja. Aber wie Sie schon sagten, schauen Sie mal. Ausgequetscht worden. Ja, sagen Sie. Ich habe Ihnen doch ermöglicht, die Kupferlizenz zu kaufen. Ja, das stimmt. Ich wusste nicht, dass Sie das sind. Wenn ich wusste, dass Sie das wären, dann. Dann hätte ich Ihnen einfach so die Banane gegeben. Und noch Kleingeld. Waren Sie? Ihr Kollege hat mir Kleingeld gegeben. Ich gebe Ihnen mein Kleingeld. Das haben Sie verdient. Nein, ich will das nicht. Aber ich will. Aber ich schulde Ihnen dann immer noch 1200. Bitte, nehmen Sie es. Nein, Sie schulden mir gar nichts. Hey, wissen Sie, wie viel ich verdiene? Das ist alles von Steuergeldern bezahlt. Ich auch nicht. Ja. Ja. Nehmen Sie das bitte und behalten Sie es. Ich kann es, glaube ich. Oh, na gut, dann vielen Dank an Sie. Na gut. Jedenfalls, ich würde es dann dabei erstmal belassen. Oh, okay. Sollte ich noch mal hören, dass die Leute mit Obst bedrohen, oder Gemüse. Oder mit Gemüse oder sonst irgendwelchen Früchten, werde ich sie einweisen, und zwar in die Irrenanstalt. Aber nur solange es Obst oder Gemüse ist, richtig? Ja gut, mit der Waffe, wenn sie jemanden mit der Waffe bedrohen, dann stecken sie ins Gefängnis. Ja, ja. Also kein Obst, Gemüse oder Waffen, ansonsten kann ich Leute. Also ich will eigentlich nicht mit Baumstämmen bewerfen oder sowas. Nein, aber sowas würde ich nie tun. Ich bin ein sehr friedsamer Mensch. Ich merke schon. Das haben wir schon gesehen. Ja. Aber, na gut. Jemand. Na gut. Ja. Ja.
Ich habe noch eine Frage. Wie zur Hölle kamen Sie auf diese Idee? Das weiß ich nicht so genau. Weiß er nicht. Jetzt sagen Sie mir nicht, das kam spontan. Ja, wie gesagt, ich bin nicht an Ihnen vorbeigefahren und habe gehupt und habe eine Toilette gesehen und dachte, oh, ich muss mal. Oh, das sieht aus wie eine Wurst. Oder eine Banane. Warte mal, ich habe eine Banane. Was mache ich denn mit der Banane? Und dann kam sie. Und so kam eins zum anderen. Gehen Sie da lieber nicht rein. Ja. Ich lass mich beurlauben. Ich glaube auch. Oh. Na gut. Also, Herr Kolesi. Ja, Herr Lewis. Ich wünsche Ihnen. Wer sind Sie eigentlich? Dankeschön. Mitchell. Cameron Mitchell. Ah, okay. Die Sie zwei merke ich mir. Sie kriegen keine Bananen mehr von mir. Alles klar, der schreit erstmal ins Shortgerät, Digga. Ja, ja. Hey, ich wünsche Ihnen jedenfalls einen angenehmen Tag. Halten Sie die Ohren steif. Lassen Sie die Bananen. Ich wünsche Ihnen auch die Herren. Ja, ansonsten, ich habe keine mehr. Ja. Ist auch, glaube ich, besser so. Ich wollte gerade sagen, ist, glaube ich, auch besser so. Na gut, okay. Dann, wie gesagt, ne? Ich wünsche Ihnen, halten Sie die Ohren steif. Ja. Kommen Sie gut über die Runden. Ich versuch's. Ich versuch's. Eines Tages werde ich erfolgreich sein. Ja, das befürchte ich. Auf Wiedersehen. Und danke. Auf Wiedersehen.